Denn die Busse, und das wird wahrscheinlich in vielen ländlichen Bereichen in Deutschland so sein, die fahren morgens dann, die fahren nachmittags dann. Und was machst du mittags? Da kommst du nirgendwo hin und nirgends zurück. Jedenfalls nicht ohne Pkw. Hier ist der Hans von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Aber das wisst ihr schon. Wo bin ich heute? Ich bin in dem wunderschönen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Trebin. Es ist der 1. Februar, der erste Samstag im Monat. Und da wird in der Stadt Trebin, 30 Kilometer südlich von Berlin, im Jahr 2020 beginnend Beratungsleistungen anzubieten für Bürger, die interessante Projekte haben, die sich mit Energie oder Umweltmobilität beziehen. Wer dort ein Projekt angefangen hat, kann sich gerne in der Beratungssprechstunde hier bei uns melden. Das findet immer am ersten Samstag statt, eines Monats, von 9 bis 11. Aber wir hatten schon eine Sprechstunde und hatten drei Gesprächspartner. Der erste hat eine 9,9 kW Peak-Anlage, die er selber installiert. Hat sich die Bauteile geholt, hat sich mit dem Elektriker soweit alles eingefocht. Aber geht noch die Frage, muss er sich Gewerbe anmelden? Wie macht das mit Einspeisung? Wohin mit dem Strom? Und da konnten wir ihm interessante Tipps geben. Und soweit denke ich auch, dass er sein Projekt zu Ende führen kann. Da werde ich natürlich nachhaken und mal horchen. Das dauert sicher seine Zeit. Aber genau das ist ja das, was wir hier in Trebin wollen. Umweltschutz, regenerative Energien, Nachhaltigkeit. Und das passte genau ins Thema. Der zweite Gesprächspartner, der da war, interessiert sich für ein Elektroauto. Er pendelt jeden Tag 35 bis 40 Kilometer eine Strecke zur Arbeit und hat gesagt, Elektroauto dürfte ideal sein, kann er viel Geld sparen. Kann man natürlich nur bestätigen. Wir haben ihm Kontakte gegeben, auf die Kaufpreisförderung, auf die erhöhte Kaufpreisförderung hingewiesen und hoffen, dass das Projekt zum Erfolg führt. Der dritte Gesprächspartner hat ein Haus, welches vom Dach her und von der Lage etwas ungünstig ist für Photovoltaik, weil doch relativ viel Bäume früh Schatten machen und weil das Haus sehr viele Gauben hat und sich für eine großflächige Photovoltaikanlage eher nicht eignet. Zwei Hinweise habe ich immerhin geben können, und zwar da sollte man nachdenken, Balkonmodule zu installieren, denn der Balkon hat sehr schön Sonne und mittags, wenn seine Klimaanlage läuft und die Dinger am meisten Strom liefern, dann muss er nicht einspeisen, dann muss er nicht verschenken, dann hat er einen idealen Abnehmer im Haus. Ja, ansonsten kann man sich natürlich auch beteiligen an Energiegenossenschaften, die genau so etwas machen, wenn man also selber nicht die Möglichkeit hat. Oder eben das Dritte, das ist auch kurz angesprochen worden, dass man mal überlegt, wo liegt eigentlich mein Geld? Kann ich das nicht nachhaltig investieren? Also Energiegenossenschaft hatten wir gerade eben angesprochen. Oder vielleicht eben auch mal die Bank nachfragen, was machst du eigentlich mit meinem Geld? Vielleicht möchte der eine oder andere nicht, dass sein Geld für Waffenexporte eingesetzt wird, für Atomenergie, für genetische Produkte. Und wenn dem so ist, dann sollte man die Bank ruhig mal darauf ansprechen und fragen, was machst du eigentlich mit meinem Geld? Und es gibt da auch Alternativen, Banken, die nachhaltig sind. Ja, nun bin ich wieder zurück, bin zu Hause. Um 11 Uhr schließt das Rathaus. Wir mussten dann die Räumlichkeiten verlassen. Ich hatte heute insgesamt 4 Gesprächspartner. Dann hatte ich heute 3 Besucher aus Rangsdorf. Rangsdorf ist eine etwas größere Stadt, so um die 11.000 Einwohner, mit weniger Dörfern als Trebin, ungefähr 20 Kilometer von hier entfernt. Und die haben von der Beratungsleistung gelesen, die ich angeboten habe, und haben sich auf den Weg gemacht zu dritt, um zu erfahren, wie wir mit Mobilität im ländlichen Raum umgehen. Insbesondere, was machen wir, um ältere Bürger zu transportieren. Und es waren 3 Ideen, über die wir gesprochen haben. Das erste war den Kranich-Express, ein Rufbus, der eine Linie hier abfährt, eine Kreislinie jede Stunde. Kann man googeln, deswegen will ich nicht ganz jetzt hier in die Breite treten. Ist also ein elektrischer Kleinbus, ein Nissan ENV 200.
Siebensitzer, also ein Fahrer plus 6 Personen, fährt im Linienbetrieb, fährt elektrisch, fährt nachhaltig und wird wohl zu einer Erfolgsstory werden, jetzt seit knapp einem Jahr. Und vielleicht habt ihr ja auch Ideen dazu und schreibt uns die in die Kommentare hinein. Dass man versucht, ein nachbarschaftliches Transportsystem aufzubauen mit Freunden, mit Vereinen, die dann sagen, ich fahre durch die Gegend, ich nehme Leute mit, ich habe ein Telefon, ich kann das verwalten oder vielleicht sogar mit einer App oder einer Internetseite, wie auch immer. Dass man also außerhalb von einem Verkehrsverbund, von einer Verkehrslinie einfach freundschaftlich sagt, da fahren sowieso Leute da lang, wir machen das, wir nehmen die mit. Und wenn man schon bei der Idee, und ich weiß, dass solche Sachen auch funktionieren, also macht man ja auch, aber viele Leute wollen eben jetzt auch nicht abhängig sein, wollen niemanden anrufen, sondern wollen eben auch selber mittags zur Apotheke, zum Arzt oder zum Einkaufen fahren. Und da kam die dritte Idee zum Tragen, wo ich sagte, wenn die Haltestellen, die ja sowieso da sind, aber zu der Zeit eben keine Busse fahren, die könnten ja Treffpunkte sein und man macht dann von dort aus sozusagen Mitnahmetreffpunkte. Also man zeigt auf irgendeine Art, dass man wohin möchte und die Autofahrer, die vorbeifahren, sehen das und nehmen einen mit. So einfach, in einem Satz. Ja, das muss man ein bisschen vorbereiten, das muss man ein bisschen installieren. Darüber haben wir eine ganze Weile gesprochen. Vielleicht habt ihr auch Ideen dazu, vielleicht habt ihr auch schon Hinweise, wo solche Projekte funktionieren, dann würden wir uns da über diese Kommentare und Hinweise sehr freuen, weil ich möchte das Projekt natürlich begleiten und ich möchte auch hier in Trebin die Mobilität für die älteren Menschen verbessern. Denn die Busse, und das wird wahrscheinlich an vielen ländlichen Bereichen in Deutschland so sein, die fahren morgens dann, die fahren nachmittags dann. Und was machst du mittags? Da kommst du nirgendwo hin und nirgends zurück. Jedenfalls nicht ohne Pkw. Und manchmal fahren sie mit dem Fahrrad, aber jetzt gerade regnet es stark, da würde es auch keinen Spaß machen. Ja, also Ideen gefragt und darüber haben wir uns heute ausgetauscht. Ich freue mich auch auf eure Ideen und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Schaltet wieder ein. Wir werden voraussichtlich nachfolgende Berichte hierzu machen, wenn es was Interessantes gibt. Vielen Dank. Ich sage auf Wiedersehen.